Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem vierten Teil zum Thema NFC-Hacking und NFC-Karten kopieren am Beispiel von MyFair Classic beschäftigen wir uns mit dem Härtefall. Und zwar dann, wenn sowohl der Wörterbuchangriff als auch der Nested-Angriff mit dem Flipper Zero in unserem Fall fehlschlägt, weil dann müssen wir auf den Kartenleser ausweichen. Wie das funktioniert, was der MFKey 32 Angriff ist, das werden wir in diesem Video unter die Lupe nehmen. Falls ihr die vorhergehenden Videos noch nicht angeschaut habt, hier ist nochmal der Link zum Video davor. Es ist auf jeden Fall zu empfehlen, dass ihr auch die anderen Videos aus dieser Reihe euch anschaut, damit sie auch hier Stück für Stück auf dem Wissen der vorhergehenden Videos mit aufbauen könnt. An dieser Stelle werden wir den Proxmark 3 als Kartenleserersatz verwenden, wie wir den jetzt einsetzen und wie der Angriff eben jetzt genau abläuft. Das erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird Cyber Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto wie Unity, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, ich hab's bereits gesagt. Heute werden wir sowohl mit Flipper als auch mit Proxmark 3 als Kartenleserersatz den MFKey 32 Angriff durchführen. Immer dann, wenn kein einzelner Sektor entsperrt werden konnte, kann kein Nested-Angriff stattfinden, weil der Nested-Angriff setzt immer mindestens den Zugriff auf einen Schlüssel voraus. In so einem Fall brauchen wir leider immer dann die Hilfe vom Kartenleser, weil wir werden dann über den Kartenleser versuchen, einen Schlüssel zurückrechnen, mit dem wir dann im besten Fall wieder einen Nested-Angriff starten können. Wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal an. Im linken Fenster habe ich jetzt schon mal den Proxmark 3 verbunden und der Proxmark 3 wird in unserem Fall den Kartenleser simulieren. Im rechten Fenster sehen wir den Flipper, der hier gerade gemütlich schläft. Wir wecken ihn mal auf und schauen uns mal an, was für Möglichkeiten wir hier haben. Und zwar unter Apps gehen wir in den Bereich NFC. Gehen wir ganz normal in den NFC-Lesemodus und sagen hier in diesem Fall Extract MFC Keys. Der Flipper fordert uns darauf auf, mit dem Flipper den Leser zu berühren, damit wir hier einen Leser simulieren können, der auch tatsächlich auf einen Key zugreifen möchte. Habe ich hier mal einen Prompt für den Proxmark 3 vorbereitet. Er setzt sich so zusammen, wir haben High Frequency MyFair und wir simulieren jetzt mit dem Proxmark einen Lesezugriff, so wie es normal ein Reader machen würde, mit Read Block. Er liest in dem Fall den Block 0 mit einem spezifischen Key aus. Ich bestätige das Ganze. Er sagt jetzt hier kein Select Card. Ich lege mal den Flipper drauf und bestätige jetzt hier nacheinander das Kommando. Er sagt zwar Out Error, ist klar, er kann sich jetzt nicht mit der Karte austauschen, aber auf dem Flipper sehen wir, dass er anfängt, Nonces zu sammeln. Ungefähr je Nonce-Paar muss man das Ganze zweimal machen, also er zählt eigentlich nur jede zweite Nonce mit. Er blinkt hier auch fleißig und ich gebe ihm hier einfach mal diesen Pseudo-Lesevorgang Schritt für Schritt mit. Nachdem ich das Ganze 10-mal gemacht habe, sagt er, dass er das Ganze erfolgreich abgeschlossen hat. Ich bestätige die Meldung mit einem Klick auf Done. Wir sehen auch hier nochmal das Gleiche, was ich auch eben hier auf der Proxmark-Seite gemacht habe. Und zwar habe ich einen Leseversuch auf den Sektor 0 mit dem Schlüssel A
durchgeführt. Er sieht jetzt hier, zeigt jetzt hier auch nochmal, er hat die 5 Nonces Paare, also insgesamt 10 Nonces. Und ich bestätige das auch nochmal mit OK. An der Stelle weist er mich darauf hin, dass ich doch hier nachschauen soll, wie ich dann diese Keys bruteforcen kann. Zum Bruteforcen der Keys gibt es jetzt hier verschiedene Wege. Als erstes möchte ich dazu mal den Proxmark wieder trennen. Ja, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Und ich habe den Flipper auch wieder per Kabel angeschlossen. Ja, es gibt jetzt insgesamt 2 Möglichkeiten, wie ich hier die gesammelten Nonces bruteforcen kann, sodass ich dann auf einen Schlüssel mindestens komme. Die erste Möglichkeit ist, ich nutze die Flipper-App und hier unter Tools gibt es die Funktion MFG32, um die über den gerade eben dargestellten Weg die Keys zu bruteforcen. Eine zweite, nicht allen bekannte Möglichkeit ist auch über den Chrome-Browser zum Beispiel, über die Web-Serial-Verbindung zum Flipper hin, über die Seite lab.flipper.net. Ich kann es ja gerne nochmal unten in der Videobeschreibung mit aufnehmen. Über diese Seite auch eine Verbindung zum Flipper herzustellen. Ich kann hier genauso zum Beispiel Apps installieren, so eigentlich genau die gleichen Möglichkeiten wie auch in der App auf dem Mobiltelefon. Da gibt es auch unter dem Bereich der NFC-Tools auch die Möglichkeit hier die gesammelten Nonces hier zu cracken. Ich möchte aber die Variante nutzen, die ihr wahrscheinlich am häufigsten nehmen wird, und zwar über die Companion-App auf dem Mobiltelefon. Und zwar, wie schnell das Ganze geht, ist wirklich verblüffend. Ich klicke auf MyFair Classic einmal drauf und er sagt bereits, er hat den Key berechnet. Ich gehe an der Stelle nochmal zurück und wir sehen auch hier, das ist ja der Key, den ich hier am Proxmark mitgegeben habe, der B2C91B. Wir sehen auch hier schon B2C91B. Und es ist genau der Schlüssel, den ich über die Simulation mitgegeben habe, den er hier zurückgerechnet hat. Er fängt auch dann hier gleich das Wörterbuch durchzusuchen an und er sagt, ja, den Schlüssel hast du bereits in deinem Wörterbuch. Ist klar, ich habe das Ganze ja schon mal hier vorbereitet, dass es auch wirklich funktioniert. Bei euch würde in dem Fall, weil ihr habt ja dann den Schlüssel noch nicht gehabt, ein Hinweis kommen, dass ihr glücklich seid und einen neuen Schlüssel mehr in eurem Wörterbuch habt. Mit diesem Schlüssel könnt ihr dann mindestens einen weiteren Sektor der Karte auslesen und darauf aufbauend dann einen Nested-Angriff starten. Wie der Nested-Angriff geht, das wie gesagt in dem Video 1 weiter vorn. Ich habe euch ja am Anfang schon mal die Infokarte eingeblendet, wie ihr zu dem Video kommt. Das war der MFG32-Angriff und im nächsten Video werden wir uns dann mit dem Thema Proxmark 3 nochmal etwas genauer auseinandersetzen, weil der Proxmark 3 ist eigentlich eine sehr gute Alternative zum Flipper. Wie der den Kartenangriff meistert, was da die Vorteile haben, das schauen wir uns wie gesagt im nächsten Video an. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und den Kanal abonniert und auch nicht vergessen, die Glocke zu drücken. Dann werdet ihr auch über neue Videos aus dieser doch sehr interessanten Reihe zum Thema Kartenhacking informiert. Ich freue mich, würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, macht's es gut, euer Reik.